Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kollegin Bunse, ja, das ist richtig. Natürlich nehmen wir die Rückmeldungen ernst, die aus den Schulen kommen. Natürlich auch die der Kolleginnen und Kollegen. Und wie wir das, ich habe eben schon mal darauf hingewiesen, auch im Ausschuss schon gesagt haben, wie wir auf verschiedenen Podien miteinander diskutieren, meinen wir das auch ernst mit dem Nachsteuern. Und da muss man über Prozesse gucken. Und ich habe eben schon mal gesagt, und die Reaktion ist im Nachtragshaushalt, der heute vorgelegt worden ist, ja auch schon erfolgt, dass hier eine Tranche von 300 Stellen für das Stellenbudget auch ausgebracht ist, zusätzlich zu multiprofessionellen Kräften und der Stärkung der multiprofessionellen Teams. Und das ist auch wichtig, egal wie Frau Pieper das hier bezeichnet, das ist für die Schulen die notwendige Unterstützung, die sie auch immer einfordern. Frau Kollegin Wehr, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen von der von Ihnen gerade angesprochenen Frau Kollegin Dr. Bunse? Aber gerne. Frau Wehr, danke, dass Sie die Frage zulassen. Frau Pieper hat uns doch gerade vorgerechnet. 300 Stellen sind 0,75 Stellen pro Kommune. Sie fangen jetzt wieder an, mit Zahlen zu operieren. Meinen Sie nicht, dass es auch darum geht, eine ganz andere Haltung zur Umsetzung der Inklusion an den Tag legen zu müssen? Und die fängt ganz einfach mit Zuhören, Wahrnehmen und dann darauf reagieren an. Das ist eine Frage der Haltung, nicht der Zahlen. Also erstmal herzlichen Dank für die Frage. Sie haben ja gefragt, wie nehmen wir das ernst, was aus den Schulen kommt. Und natürlich nehmen wir das auch ernst, dass Ressourcenanforderungen kommen. Und da wird in diesem Bereich nachgesteuert. Und das ist ja etwas, was die Kollegin da mit der Durchschnittszahl versucht. Wir gucken ja ganz genau, und das ist auch Aufgabe der Schulaufsicht, wo an welcher Stelle etwas nachgesteuert werden muss. Und ich will jetzt noch mal mit dem Märchen aufräumen. Das ist kein Prozess mit der Brechstange. Denn es ist auch von der Ministerin eben gesagt worden. Erstens, die Gutachter hatten uns eigentlich empfohlen, ganz bestimmte Förderschulen direkt zu schließen und die anderen sehr massiv zurückzuführen. Das haben wir nicht gemacht. Deswegen ist klar, wir brauchen eine stärkere Stellenausstattung. Und das Zweite ist, dass jetzt natürlich wir dem System der Schwerpunktschulen folgen und deswegen muss da die sonderpädagogische Ressource gebündelt werden. Das hilft dann auch und deswegen ist das diese Frage, warum gibt es nicht an allen Schulen dann dieses Budget, erklärt sich auch damit. Ich will aber noch mal zu der Frage der Haltung kommen. Lassen Sie mich an dieser Stelle, ich glaube, das ist sehr angemessen, mal einer Schule in Nordrhein-Westfalen in ganz besonderer Weise gratulieren. Das ist das Gymnasium, Geschwister-Scholl-Gymnasium in Pulheim, die den Jakob-Muth-Preis bekommen haben. Und es ist doch immer gesagt worden und war auch Teil der Debatte hier, kann doch nicht sein, dass an den Gymnasien zieldifferentes Lernen gelingt. Und die haben sich auf den Weg gemacht, in herausragender Weise, und haben Haltung in der Schule verändert, aber mit Ressourcen auch. Denen ist es nämlich gelungen, sowohl das, was wir im Landeshaushalt bereitstellen und das Thema der Jugendhilfe zusammenzukriegen, auch die Frage der Sozialhilfe, alles zusammenzuführen. Wir haben sie hier in der Anhörung gemeinsam gehört, quasi zu einem Unterstützungszentrum in der Schule, um diese hervorragende Art aufzubauen. Und das zeigt, wie tiefgreifend die Veränderung in der Tat in allen Schulen in Nordrhein-Westfalen ist. Es ist nicht mehr so, dass es wenige betrifft, sondern es ist der Breite, ist dieser Prozess angekommen. Und viele Kolleginnen und Kollegen setzen sich damit auseinander. Und einem so tiefgreifenden Prozess ist doch klar, dass in der Breite auch die Rückmeldungen kommen. Aber ich will noch mal sagen, dass wir diesen Prozess eben auch unterstützen. Und das gehört dazu, weil uns auch die Kollegen und Kolleginnen in den Schulen natürlich sagen, ihr verlangt von uns eine Haltungsänderung, einen anderen Blick auf das Kind, aber dazu gehört auch die Unterstützung, sorry, und das ist dann Ressource und das leistet die Landesregierung, denn sonst hätten wir hier noch eine ganz andere Debatte. Und ich will nur mal verweisen auf das, was wir gemacht haben. Innerhalb der mehr als 1 Milliarde Euro, die wir auf den Weg gebracht haben, ist zum Beispiel auch das Inklusionsleistungsgesetz. Das heißt, dass hier die Ausstattung gerade durch die Schulträger unterstützt wird. Das betrifft sowohl die Schulmaterialien wie auch den gerechten Ausbau dann in den Schulen, wenn die Kinder mit Handicaps dort ankommen. Die Schulen haben im ersten Jahr von den bereitgestellten 25 Millionen Euro gerade mal 8,6 Millionen abgerufen. Ich nehme an, dass es im zweiten Jahr jetzt mehr werden. Die Evaluation steht ja noch aus, die werden wir bald vorgelegt bekommen.
aber das ist etwas, was auch im System greift. Und wir haben auch da zusätzliche personelle Unterstützung angeboten in dem Korb 2. Und das ist auch wichtig, dass sich hier auch ein Paradigmenwechsel anbahnt, dass wir die Unterstützungsstrukturen in der Schule haben und dass Eltern, die gerade mit ihren Kindern mit Behinderungen zum Beispiel auf Schulbegleitung setzen, dass sie nicht erst einen individuellen Anspruch nach SGB stellen müssen, sondern im System schon Strukturen vorfinden. Dafür haben wir einen Impuls gegeben, um das auch bei den Schulträgern mit zu initiieren. Und Frau da Kollegin, sind wir zusammen in der Frage. Herr Frau Kollegin Bär, Frau Kollegin Dr. Bunse ist noch nicht zufrieden, würde Ihnen gerne noch eine weitere Frage stellen. Ja. Ich vermute, die lassen Sie zu, bitte. Danke. Liebe Frau Bär, ich möchte das nur klarstellen. Es geht mir nicht um die Haltung der Lehrer und Lehrerinnen. Ich glaube, die wissen schon, wie sie sich verhalten müssen. Es geht mir eigentlich um die Haltung der Politik im Sinne einer Wertschätzung darüber, was Lehrer und Lehrerinnen jetzt tun. Und das ist ja vorhin auch angeklungen in dem Satz von Frau, Entschuldigung, von der FDP, dass Pieper, nein, Frau Pieper war nicht, ist doch egal, von Frau Gebauer gerade. Frau Gebauer und Frau Pieper. Ja, ja, von Frau Gebauer, meine ich, wäre das gewesen, mit der Wertschätzung und mit der beschämenden Art und Weise, wie inzwischen Aufgaben an die Lehrer und Lehrerinnen übertragen wurden. In diese Richtung habe ich diesen Ausdruck Haltung angewandt. Und ich glaube, da kann die Politik, können wir noch etwas besser werden, oder die Landesregierung in diesem Sinne. Das Danke. War zwar jetzt keine Frage, aber Frau nehmen Dr. wir... Richtigstellung. Ob ich die Haltungsgeschichten unterscheiden kann. Ich nehme das mal so zur Kenntnis. Dankeschön. Nein, natürlich geht es auch um die Haltung der Politik gegenüber. Ich will von der Politik aus den Lehrerinnen und Lehrern gegenüber. Ich habe das, glaube ich, heute schon mehrfach deutlich gemacht. Ich will mal das auf meine persönliche Situation sagen. Es ist wahrhaftig keine Floskel, dass diese Wertschätzung auszusprechen, gerade den Schulen, die sich auf diesen Prozess jetzt ganz neu eingelassen haben, wie auch den Schulen, die über 30 Jahre schon Erfahrung sammeln. Denn ich habe das gemeinsame Lernen an einer Schule im Unterricht mit meinen Kindern, die bis zum Ende der Klasse 10 auch gemeinsam beschult worden sind, mit Kindern mit Behinderung, mit aufgebaut. Und wir sind alle Höhen und Tiefen. Und diese Prozesse, die da zu leisten sind, die sind mir sehr wohl bekannt. Und ich weiß, was da an Leistung drinsteckt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich habe es eben schon mal deutlich gemacht. Es ist eine Anforderung an alle. Und wir haben uns als Bundesrepublik Deutschland und Nordrhein-Westfalen damit auch verpflichtet, den Prozess der Inklusion so zu gehen und wirklich sorgfältig umzusetzen. Ich will es noch mal sagen, das haben wir gut vorbereitet. Wir haben die Ausbildung auf andere Füße gesetzt und haben mehr Ausbildungsplätze an den Hochschulen und an Fortbildung geschaffen. Und wenn ich mir die Rückmeldung auch der schulinternen Fortbildung gerade zum Thema Umgang mit Heterogenität und der Vielfalt der Kinder anschaue, dann sehe ich auch, dass das ankommt. Aber es ist und bleibt eine Herausforderung für viele, die gesagt haben, für den Umgang mit diesen Kindern bin ich nie ausgebildet worden. Und jetzt verlangt ihr mir das ab. Ja, und da bin ich sehr bei dem Spruch von Maria Montessori. Hilf mir, es selbst zu tun. Und alle Unterstützung soll da sein, damit es weiter und stärker selbsttätig gelingt. Deswegen sage ich ja auch sehr deutlich, es ist eine Generationenaufgabe. Das wird nicht morgen erledigt sein. Wir müssen diesen Prozess weiter begleiten. Und um zum Schluss nur noch einmal deutlich zu machen, dass es eben nicht übers Knie gebrochen ist, seit 2010 in den Schuljahren ist jeweils der Anteil der Kinder mit Behinderungen im gemeinsamen Lernen in den allgemeinen Schulen von 3 bis maximal 4,6% gestiegen. Und zum letzten Schuljahr waren es 3,8%. Also das sind kleinere Schritte, als wir es am Anfang sogar erwartet haben. Und deswegen haben wir auch die Förderschulen ja auch stärker noch in der Landschaft. Gerade im Bereich der Förderschulen lernen war die Tendenz vorher schon so, dass das Elternwahlverhalten sich geändert hat. Ich glaube, in diesem Diskurs müssen wir mit den Schulen bleiben, das ist überhaupt keine Frage. Die Landesregierung nimmt aber ihre Verantwortung auch wahr. Wir werden weiter darüber im Ausschuss reden. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin.